So, herzlich willkommen auf meinem Kanal LK Play 87 hier auf der Rehbach. Bei Folge 45 schon. So, wir sind jetzt gerade am Grubbern. Werden jetzt auf uns. Oh, halt, ich muss noch hier direkt mal. Und zwar muss ich. Die Zeit einstellen. Ja, jetzt auf mal 3. So, wir haben jetzt noch zu machen das Feld Nummer 14 und Feld Nummer 22. Feld Nummer 14 sind wir schon fast fertig. Feld Nummer 22 ist da oben. Das werden wir jetzt in dieser Folge auch noch schaffen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und dann hätten wir den Tag schon. Hätte mir den Tag schon absolviert. Optimal. So, gut. Einmal nach oben. Hoppala. So. Juppidupidu. So. Ja, jetzt sind wir noch 6 Folgen vom Ziel entfernt. Das Geld sieht zwar jetzt noch wenig aus. Ah, genau, ab Geld. Ich wollte direkt eine Sondertilgung machen von 10.000. Hallo? Also 10.000. Zack, durchführen. Perfekt. Dass wir da gar nicht mehr viel abzuzahlen haben. Das ist schon mal sehr gut. So. So, jetzt ist es natürlich die Frage, was machen wir als nächstes? So, absetzen. Gut, perfekt. Was machen wir als nächstes? Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch Aufträge haben. Und zwar bin ich ja letztens hier raufgegangen. Nee, nicht mehr. Okay, dann müssen wir den nächsten Tag abwarten, was denn da passiert. Wolle und so weiter, müssen wir auch mal schauen, ob wir da noch was haben. Was die Schafe produziert haben. Dann nach der Silage müssen wir definitiv schauen. Und dann sind wir eigentlich schon fast durch. Hoffe ich mal. So, upsala, bisschen früh gebremst. Ja, ich weiß, das war jetzt der falsche Knopf. So, hierher. So, perfekt. War natürlich wieder mega Wetter heute. Heute haben wir den Relive, den 5.6. Also jetzt geht es wirklich Endspurt, weil jetzt kamen ja immer 3 Folgen am Stück. Immer gut durchgezogen, perfekt natürlich, das muss man schon sagen. Jetzt kommen aber auch langsam, aber sicher auch ein bisschen Zweifel, ob das auch wirklich war mit diesen 50 Folgen, ob das wirklich so passt. Hoffe ich natürlich, weil wenn die 50 Folgen, wenn ich da nicht viel Gewinn mache, dann sieht es ein bisschen schlecht aus. Aber es sollte eigentlich passen. Also denk schon, dass wir da gut wegkommen jetzt. Okay, ich senke nochmal ab. Gut. Also ich möchte Minimum mit 50.000 rausgehen. Wenn das klappen sollte. 50.000 wäre echt gut. Wie gesagt, wir müssen jetzt wirklich Missionen wegballern bis zum geht nicht mehr. Dass wir das auf jeden Fall das Ziel erreichen können von 50.000. Alles andere wäre schon schwach, finde ich. Gut, wir haben die Schafe noch, wir haben die Hühner noch. Ah, ob sich die Hühner wirklich so rentiert haben und die Schafe. Vielleicht ein bisschen.
Ein bisschen haben sie sich schon rentiert, denke ich mal. So. Schaffen wir das? Ja, das schaffen wir. So, absitzen. Wunderbar. Ja, jetzt werden wir mal gucken. So, in den letzten Folgen habe ich euch versprochen, wird es irgendwann ein Multiplayer-Projekt geben. Wir sind am Vorbereiten, wir sind am Testen. Es dauert nicht mehr lang. Also es wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern. Mal gucken, wann die Aufnahmen starten und so weiter. Aber es kann sich nur noch um Tage handeln, denke ich jetzt mal. Wir müssen natürlich gucken, wann wir beide natürlich jetzt immer Zeit haben. Das ist natürlich ganz klar. Aber ich denke, das werden wir alles unter einen Hut bekommen. Dann die Map steht, glaube ich, noch nicht fest. Aber ich tendiere mal vielleicht sogar hier auf der Rehbach, dass wir hier vielleicht was starten. Galgenberg, vielleicht ja, denke ich vielleicht auch. Beziehungsweise, also entweder oder. Nicht und, sondern entweder oder. Weil das wäre, glaube ich, ein bisschen viel Projekte auf einmal zusammen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal schauen. So. Dann ist das Feld jetzt auch mal langsam fertig. Wunderbar, wunderbar. Gut, eine schöne Sache habe ich mir jetzt noch bestellt. Dieses IT-Tracking oder was das ist, wird demnächst kommen. Da bin ich natürlich mal mehr gespannt drauf. Wie das dann ist. Aber ich finde, für so eine Kleinigkeit, ich glaube, hat es, glaube ich, 200 Euro gekostet. Huhuhuhu. Das ist schon ein stolzer Preis. Das muss ich schon sagen. Also für 200 Euro, das ist... Boah. Naja, gut. Aber macht das alles wieder ein bisschen realistischer. Gut, da habe ich heute gesehen, jemand hat heute in den Kommentaren reingeschrieben, dass die Silageballen mit irgendeinem Spieß, dass ich die mit einem Spieß verladen habe. Also ich kenne das nicht anders, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch nie einen gesehen, dass es da spezielle Silageballen gibt. Silagezangen oder sonst was. Das kenne ich so nicht. Also das muss ich ehrlich so sagen. Habe ich noch nie gesehen bei uns. Bei uns stechen die da alle mit dieser komischen Gabel rein. Kann natürlich auch sein, dass das sich geändert hat oder sonst irgendwas. Aber normalerweise, wenn ich da vorbeifahre oder so, sehe ich das immer so. Gut, vielleicht macht es immer auch nur der eine und in Wirklichkeit wird es doch anders gemacht. Das kann ich jetzt, das weiß ich jetzt nicht. So, jetzt machen wir hier noch die eine Reihe fertig. Dann müsste doch das Feld auch schon mal abgeschlossen sein. Irgendwas von 95% habe ich schon gelesen. Und dann werden wir direkt abdüsen zur Feld Nummer 22. Was eigentlich, glaube ich, gar nicht weit weg sein dürfte. Na komm, Tempomat. Wie fahre ich da am besten? Hier bin ich, da fahre ich hier durch. Ja, genau. Fahre ich hier durch und dann stehen wir schon wieder da. Ja, fahren wir auch. Ne, wir fahren hier durch. Ne, geht ja gar nicht. Wir fahren hier runter und biegen hier ein. Weil hier nämlich, glaube ich, der Tunnel ist. Dann machen wir das so gleich. Okay. Dann fahren wir hier gleich links und dann passt die Sache. So, jetzt müsste es eigentlich abgeschlossen sein. So. Gehen wir mal dich nach oben. Einklappen. Gucken wir mal schnell nach, bevor wir wegfahren. Abgeschlossen. Gut, perfekt. So. Dann werden wir hier mal noch den Blinker setzen. Gut, da kommt jemand. Kommt keiner. Okay, können fahren. Perfekt. So. Eingeklappt ist es. Wunderbar. Oh, da hätte ich hier unten gleich langfahren können. Ah, egal. Egal. Ach so.
Jetzt fahre ich doch den großen Umweg. Ah, gut, dann ist es jetzt so. 53 sind wir schnell am Ziel. Da sind wir schnell am Ziel. Dann machen wir jetzt noch das Feld 22. Oh, heute ist aber ein guter Verkehr. So, wenn wir mal hier reinblinken. So. Wuppdiwupp. Jetzt müssen wir eh mal schauen wegen den Schafen, ob die noch genug Nahrung haben. Die Hühner haben wir, glaube ich, erst gefüttert. Was wackelt das so jetzt? Gut, die Silageballen. Ja, das ist natürlich jetzt, was wir jetzt langsam mal fertig machen müssten. So. Hier rein, wunderbar. Aber da warte ich ja immer noch auf eine Grasmission, dass wir die hier schön aufladen können und direkt abtransportieren können. So. Was müsste das Feld hier sein? Ja, das müsste das Feld. Ja, das Feld. Gut, dann werde ich da hinten reinfahren. Was? Eine Hängematte? Okay. So. Ach, schau an, da können wir hier direkt reinfahren. Können wir direkt mal ein Vorgewende ziehen. Können wir das direkt mal ausklappen. So, einmal senken. Ach, guck mal an. Was geht das da hier hinten los? So, okay. Okay. Machen wir einmal schon ein Vorgewende. Dann können wir hier hinten auch gleich das GPS aktivieren. Beziehungsweise neu einfahren. So, jetzt machen wir mal eine schöne Drehung hier rein. Wunderbar. Tempomat. A-Punkt setzen. 5 Meter hat es, okay. Nicht hier überhaupt direkt am Rand, ja. B-Punkt setzen. Passt, perfekt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Klappt doch. Klappt doch alles. Ja, jetzt müssen wir nur mal gucken, ob das alles noch im Multiplayer alles wunderbar funktioniert. Wie gesagt, wir haben ja schon mal 1-2 Stunden mal getestet. Das Bild ist flüssig, es gibt keine großen Lecks. Nur ein bisschen, also ein bisschen habe ich schon gemerkt, dass es ab und zu mal hängt. Aber das werden wir auch noch in den Griff bekommen. Und dann wird das große Projekt starten, denke ich mal. Bin mal gespannt, was uns da denn erwartet. Okay, dann fährt er noch ein bisschen rüber. Ja, gut. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, dann werden wir auf jeden Fall das größte Projekt, was ich bis jetzt gestartet habe, dann starten. Dieses Multiplayer-Projekt. Also wir wissen auch noch gar nicht den Namen oder sonst irgendwas. Da haben wir... Mal gucken. Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Da wird auf jeden Fall noch ein Trailer kommen. Denke ich mal. Und dann wird es schon passen. So. Ich glaube, wir fahren nochmal ein Vorgewende. Dass wir hier schön Platz haben zum Drehen. Oh, was habe ich da hinten gemacht? Achso, klar. Die Kanten haben wir natürlich nicht mitgemacht. Logisch, logisch, logisch. So, hier könnten wir jetzt aber
den GPS anschalten, dann sollte es klappen. Gut. Wie viel Prozent haben wir denn da schon? Ach, 20% schon. Ja, das schaffen wir ja locker. Das schaffen wir ja locker, schaffen wir das. Ist ja perfekt. So, jetzt gucken wir mal kurz, wie viel. 11.000, da 900. Okay, aber das ist ja perfekt bis jetzt. Weiblich, weiblich, weiblich. Okay, männlich brauchen wir ja nicht. Schafbock. Ja, gut. Männlich. Wird's knapp. Beim Viehhandel, okay. Große Nachfrage beim Viehhandel. Da müssen wir jetzt mal gucken, was. Wäre natürlich super, wenn die Gras brauchen würden. Ah, oder Silage wäre natürlich am allerbesten. Silage wäre natürlich am allerbesten. Wo kann ich denn das nachgucken überhaupt? Wie haben da. Hier. Steht denn das überhaupt irgendwie die große Nachfrage? Aktuelle Preise anzeigen? Keine Ahnung. Eieiei. Warte mal. Ja, Silage haben wir ja gesagt, das wird so ein Ding. Oh, Vorsicht. Jetzt wird das hier noch schnell erledigen. Ja. Würde ich jetzt sagen, wir machen jedes zweite. Uppala. Oder das müsste doch jedes zweite sein, ja. Genau, Silage wollten wir jetzt gucken. Preisänderung. Im Januar ist es am höchsten. Okay. Im Januar ist es am höchsten. Wobei, wir sind hier schon bei der Heuscheune bei 157. Ach so, das ist ziemlich weit unten, gell? 155 kann ja gar nicht sein. Ja, gut. Dann müssen wir schon einen guten Tag, müssen wir schon den besten Monat abpassen. Dass wir da wirklich das meiste Geld definitiv machen. Ja, wie gesagt, wir warten jetzt, bis eine Gras-Mission kommt, weil. Ups. Schaffe ich das hier rum? Dabei ist natürlich das zweite, gell, oder? Ja, doch. Doch, okay. Und zwar müssen wir jetzt mal schnell gucken, hier auf meiner Wiese, da waren die, wie der erntereif ist. Abgeerntet. Achso. Ja, aber die ist doch bestimmt wieder Wachstum, oder? Was ist denn das? Achso. Abgeerntet. Das sehe ich gar nicht. Okay. Okay. Ja gut, die habe ich ja jetzt ist gemäht. Also. Ja, schauen wir mal. So. Ich wieder nach oben. Ich glaube, es ist gar nicht wichtig, dass wir jedes zweite schaffen. Upsal, wir kommen hier schön so hin, genau. Gut. Wie lange haben wir schon? 20 Minuten haben wir schon durchgezogen. Perfekt. 20 Minuten schon wieder vorbei und haben gerade mal zwei Felder gegrubbert. Das ist nicht viel, aber es ist immerhin etwas. Oh, wieder bei Missionen. Also seit ich da hier auf die... Bin ich natürlich ganz scharf drauf. Die Hälfte haben wir schon fast fertig. Ah, das ist wunderbar. Ich glaube, dann gehen wir auch später noch schnell die Schafe füttern. Dass wir die voll haben. Dass wir da auf jeden Fall nicht irgendwie
Oh nee, wir können ja auch die Wolle gucken, dass wir die Wolle da schon mal. Na, die Wolle. Na, mir fällt das Wort nicht ein. Die Wolle in die Schneiderei bringen, genau. Haben wir denn da schon was? Hier steht da irgend schon was. Wolle 2003. Ja, es ist jetzt Stallinformation. Das ist das, was draußen liegt, oder? Hätte ich jetzt mal so behauptet. Stoff, noch gar nichts. Okay. Wolle. Sieht denn hier Wolle aus? Ja, Eier und so haben wir doch auch. Oder müssen die erst eingelagert sein? Müssen wahrscheinlich jetzt eingelagert sein. Dass es mir anzeigt. Ja, das sehen wir ja dann jetzt gleich. Ob man die schon. So. Und dann müsste ja irgendwann mal die Schneiderei eigentlich ja mal langsam was abwerfen. Ach so, ja, genau. Könnten wir jetzt schon mal unser Thumbnail machen, weil das vergessen wir es wieder. Oh, sieht das doch ganz schick aus. Wunderbar. Wir könnten mal so eins machen. Das sieht auch ganz gut aus. Ja. Welt ist zu 60% fertig. Okay. 60% ist perfekt. 60% okay. Ja, dann wird es vielleicht noch 5 Minuten dauern, bis wir hier fertig sind und dann so, einmal anheben. Und fahren wir hierher. Absetzen. Und durchziehen. Sehr schön. Dann werden wir das auf jeden Fall schon mal schaffen. Aber warum zeigt mir das? Warte mal, Bruder. Ah, halt mal hier. Genau, Wolle 0. Ah, okay, dann muss ich da definitiv wieder was reinmachen. Ausgehende Projekte sind Güter fehlen. Okay, Zyklus im Monat, Produktionskosten 120 Euro. Da muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen was reinschmeißen. Sonst wird das ja nichts. Muss jetzt eh mal gucken, weil behalten will ich es eigentlich nicht. Ich möchte es ja eigentlich schon verteilen. Mal gucken, wie das genau funktioniert hier. Also, falls sich da eine auskennt, und zwar, ups. Halt, jetzt habe ich irgendwo was. Also falls sich da eine auskennt, was ich hier machen muss, und zwar ob ich hier auf, da kann ich ja hier irgendwie auf behalten oder Ausgangsmodus ändern. Muss ich das auf behalten oder verteilen oder hier unten kann ich ja das ändern. Was muss ich denn da machen, dass es dann mir praktisch dann vor die Tür gesetzt wird, dass ich das selber wegfahren kann. Eigentlich behalten, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. So, 70%. Wie fahren wir denn jetzt? Dann machen wir das da hinten. Dann machen wir die Reihe noch schnell weg. Machen wir überall nur noch eine Bahn. Ja, so machen wir es auch. So, anhalten, umfahren. Dann kommst du als nächstes dran hier. Genau, ein bisschen schnell. Sieht doch gut aus. Das läuft doch heute wieder wie der Eins, sage ich euch. Wie eine Eins. Wir haben jetzt noch die Wolle schnell in die Schneiderei tun. Und damit hätten wir es eigentlich schon geschafft dann. Dann hätten wir das eigentlich schon geschafft. Perfekt. Ja, jetzt habe ich mir das D-Room noch geholt. Und zwar, da müsste bei der Stimme der Hall weg sein. Bin ich mal gespannt,
Da ja bei mir doch recht hallig ist, der Raum, müsste das eigentlich dann weg sein. Bin mal gespannt, weil da auch nochmal gleich, kostet auch gleich nochmal 40 Euro, glaube ich, oder 50. Aber das ist es mir dann schon wert, weil irgendwie bei der Testversion hat sich das wirklich um einiges besser angehört. Wirklich um einiges. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Ob dann wirklich die Sprachqualität und beziehungsweise der Hall dann weg ist. Weil ich möchte eigentlich das Mikrofon nicht näher bei mir ranmachen. Eher sogar noch fast ein bisschen weiter weg. Dass ich einfach, ja, dass mir das Mikrofon nicht im Gesicht klebt. Mag ich ja gar nicht. Aber ja, schauen wir mal. Ich denke mal, das wird bis morgen kommen, beziehungsweise werde ich mir morgen holen. Und dann lassen wir das mal in meinem Schneidprogramm DaVinci, wo ich das dann schön mal mit einpflegen. Und dann bin ich echt mal gespannt auf das Ergebnis. Nee, du bist falsch. Du musst hier hin. So, genau. Dass wir jetzt hier am Ende noch irgendwelche Fehler machen. So. 84%. Ah, das ist perfekt. Das sind 2000. Und 4000, ja, 5000, bisschen mit Abzüge, denken wir mal 4500. Wir stehen eigentlich wieder diesen Monat echt gut da. Also da haben wir echt wieder gut durchgezogen, die Missionen. Wie gesagt, jetzt machen wir nur schnell die Wolle dann später da rein. Dann werden wir... wobei ich auch sagen muss, wir haben nicht einmal eigene Felder, nichts, gell? Wir haben jetzt wirklich nur... rein was sag ich, ja doch hier nur durch Missionen unser Geld gemacht. Glaub, wenn wir selber angesät hätten und alles, weiß nicht, ob wir da besser bei weggekommen wären. Ich glaube, das mit der Silage war schon ein ganz guter Plan. Ich hätte ja gerne noch einen Kredit aufgenommen für noch mehr, nicht Felder, sondern für mehr Wiesen. Aber es ging ja leider nicht. Ich habe auch nicht gewusst, dass ich da nur einen Kredit aufnehmen kann und dann wieder den erstmal tilgen muss, dass ich wieder den nächsten aufnehmen kann. Sonst hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr wie 200.000 aufgenommen. 200.000? 200.000, genau. Der war ja, keine Ahnung. Warum der drin war, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war der Anfangskredit, glaube ich. Der Autobahn, der drin war. Oder habe ich es getestet? Weiß ich jetzt gar nicht. So. Voila, voila, voila. Mein Gott, da haben wir jetzt schon 45 Folgen hinter uns. Mein Gott. Es ist so schnell vergangen. Aber auch, ist auch gut so. Ist auch wirklich gut so. So, jetzt muss ich mir noch überlegen, mache ich das jetzt in dieser Folge noch, die Wolle, oder mache ich es in der nächsten Folge? Ich glaube, ich mache das in der nächsten Folge. Haben wir jetzt hier eine schöne Grupperfolge hinter uns? Oder ziehen wir noch die Wolle durch? Komm, die Wolle ziehen wir noch durch. Das schaffen wir, dann haben wir eine schöne halbe Stunde Aufnahmezeit. Bisschen mehr vielleicht. Haben wir auch gesagt. So. Wunderbar. Jetzt einmal noch drehen. Herrlich. So, absenken. Ja. So, wie viel brauchen wir denn jetzt noch hier? Sag an, was. Sag an, 99%. Wunderbar. So, abgeschlossen. Machen wir auch gar nicht weiter hier. Abschließen, abschließen. 7000 und Cash of the Tash, perfekt. Ja, gehen wir mal kurz hierher. So.
Halt, den, halt, Mann. Achso, ich wollte ja mal gucken. Ah, das nervt mich hier am meisten, dass das alles hier so rumflabbert. Tatsache, hier liegt halt echt noch nichts. Güter fehlen, ja. Steht ja schon einiges voll hier. Also der Sack, der kann ich mir nicht daran erinnern. Wie viel sind denn das? 300 Liter, wie viel Kilo? Oh, Gewicht. Fast eine halbe Tonne. Oh, das hätte ich nicht tragen können. Das hätte ich nicht tragen können. So, also jetzt. Hab ja gewusst, dass der hier noch. Warum kann ich dich nicht? Muss ich dich jetzt senken, oder? Nee. Okay, warum kann ich dich nicht? Ah, jetzt. Wunderbar. Ein wunderbarer Sound. Ach, jetzt fängt es ja wieder an. Wie mache ich das jetzt nochmal? Das machen wir wieder von der Außensicht. Sonst wird das, glaube ich, nichts. Aber dass schon wieder so viel da ist. Na gut, das, was heißt so viel? Das ist natürlich perfekt für mich. So. So. Gut. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Ich glaube, wenn wir hier vorne hinfahren, zack, ist er schon weg. Ja. 180 Grad Drehung. Bin mal gespannt, wenn ich das die Air-Tracker habe und dann aufstehe, ob ich denn da auch wirklich da vorne so, ja, wie sagt man dazu, so schauen kann, ob ich drüber bin. Also praktisch so nach oben gehen kann. Weil jetzt sehe ich ja nichts. Würde ich dann so nach oben steigen? Ja, auf jeden Fall interessant, ob das dann klappt. So. Dann fahren wir mal ein bisschen langsamer hin hier. Aber das klappt doch wirklich sehr, sehr gut. Nur langsam fahren, ruhig fahren. Und dann klappt es doch alles. Gut, die Hühner werden natürlich jetzt alle tot, aber... Zack, zack. Wunderbar. Geil, die Spuren sind sogar richtig gut. Weit hier rumfahren, genau. So, nochmal runter. Oh, falsch. So, jetzt langsam hier rein. Perfekt. Schafe wollten wir auch noch füttern. Aber das können wir dann in der nächsten, jetzt die Uhr würde ich schon sagen, können wir in der nächsten Folge machen. So. Ich stell mal rein, ja. Stell mal hier hin. So, das passt ja erstmal. So, dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Wir werden jetzt da schlafen gehen und dann haben wir schon den Tag 9 Uhr erreicht. Heute machen wir mal schön lang. Gut, Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer LKPlay87. Lasst ein Like da, kommentiert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.